Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Jurassic World. Wir haben wieder viel zu tun heute. Ich möchte mir als allererstes mal, das habe ich nämlich beim letzten Mal vergessen, mir schnell ein Schild machen. Das ist kaputt gegangen und das werden wir definitiv brauchen heute, weil wir auch wieder einen Dinosaurier bekämpfen müssen. Oh, ich bin glaube ich noch im Kreativmodus. Moment. Game Mode 0. So, jetzt. Perfekt. Habe ich jetzt die Sachen verbraucht? Ja doch, die sind trotzdem weggegangen. Dann habe ich ja nichts falsch gemacht, dann ist ja alles gut. Ja, ich muss jetzt allerdings als erstes nochmal... Moment. Richtung Schneebiom. Das war... Das müsste das hier sein. War das das? Doch, das müsste das sein. Weil hier hatten wir unseren Cerato verloren. Ich möchte mich da auf jeden Fall nochmal umgucken, ob wir unseren Cerato hoffentlich nochmal wiederfinden. Weil wäre echt schade, wenn nicht. Aber wenn es so ist, ist es halt so. Und dann muss ich sogar nochmal wieder nach Hause. Aber ich werde diesmal keine Dinosaurier transportieren, sondern ich möchte da die ganzen Werkbänke und sowas rüberholen, weil die brauchen wir jetzt hier, weil wir heute den nächsten Dinosaurier freilassen, nämlich für unser erstes Gehege im Park. Und deshalb würde ich sagen, machen wir uns jetzt direkt auf den Weg. Aber ich glaube, die Chancen stehen wirklich schlecht, dass wir den wiederfinden, weil ich bin mir selber nicht mal sicher, wo das genau war. Das ist einfach halt schon so ein bisschen problematisch. Ich meine, das war da vorne irgendwo auf dieser Wiese. Machen wir ganz schnell ein bisschen Stein für den Ofen. Holz haben wir auch nicht dabei, ne? Perfekt. Ja gut, so ist das halt. Also ich halte auch die Augen offen bei dieser Reise, weil ihr habt auch fleißig in die Kommentare geschrieben, was ich so in das erste Gehege packen soll, weil das werden wir heute auch noch bauen. Das wird auch richtig cool, da freue ich mich schon drauf. Und ihr habt euch für einen Anki entschieden. Also zumindest haben das viele geschrieben und ich fand die Idee eigentlich ziemlich cool für den ersten Dinosaurier. Das heißt, wenn wir Ankis finden, müssen wir die einmal bekämpfen, damit wir deren DNA bekommen. Ich hoffe, das funktioniert dann alles auch soweit. Was wäre so schön, wenn wir den Cerato wieder kriegen. Dann hätten wir vor allem auch gleich ein Reittier und müssten nicht mehr zu Fuß laufen. Hat ja auch schon seine Vorteile. Aber jetzt machen wir mal ganz schnell eben aus diesem Holz ein Table hier. Ja, Kühe, ganz ruhig. I know. So, und ein Ofen. Dann sind wir erstmal wieder grundversorgt, das ist gut. Da packen wir mal schnell die Sticks rein. Und jetzt schaue ich mich mal eben um in der Zeit, wo das brutzelt. Oh, noch ein Skarabäus, wie nice. Aber wir haben echt Glück. Mit dieser Spitzhacke scheint es echt zu laufen. Die sind ja echt super selten. Ich weiß gar nicht, wie die Chance ist mit so einer Archäologist-2-Spitzhacke. Also das erhöht das ja um einiges, aber ich glaube, ist trotzdem noch sehr gering, die Drop-Chance. Also wir sind da wirklich lucky. Ich habe mich jetzt hier auch schon so ein bisschen umgeschaut zumindest und auf den ersten Blick schon mal nichts gesehen. Ich werde jetzt noch weitersuchen und wenn ich ihn nicht finde, dann ist es leider so. Dann begebe ich mich aber Richtung zu Hause und dort will ich noch ein bisschen was abholen und dann in den Park bringen. Ach, endlich haben wir es geschafft. Dieser Weg ist so unfassbar lang. Also oft will ich den nicht noch laufen. Bin auch am überlegen, ob wir den Forus hier schon mitnehmen. Den Fori. Aber eigentlich können wir den gerade noch nicht gebrauchen. Deshalb lasse ich das, glaube ich, erstmal. Haben wir denn noch Biogu und sowas? Weil das sind auch Sachen, die ich noch definitiv benötige. Den Skarabäus nehmen wir mal mit. Eigentlich müssten wir hier die ganzen DNA-Sachen auch noch mitnehmen, ne? Stegosaurus wäre auch cool. Haben wir schon Anki eigentlich? Nee. Nee, das ist alles, das können wir halt alles gar nicht tragen. Kann man den Tieren irgendwie was zum Tragen geben? Ich hätte halt echt gerne Anki-Zeugs. Nehmen wir jetzt mal schon mal so ein paar gute Sachen mit, die wir brauchen. Da war sogar noch Knochen und so drin. Ja, das können wir halt alles nicht gebrauchen. Das ist halt echt nicht gut. Alles Zeug, was wir nicht mitnehmen sollten. Es geht halt mehr rein um die Werkbänke eigentlich. Das ist sogar Biogu noch. Perfekt. Das heißt, wir können den Anki dann noch ausbrüten. Und dann können wir nochmal schon mal so ein paar interessante DNA mitnehmen. Zum Beispiel Stego, Triceratops Ei. Ich weiß nicht, was davon noch cool ist. Vielleicht Galli. Triceratops ist echt nicht selten, ne? So eigentlich eher nicht. Säbelzahntiger ist auch nicht so selten. Nehmen einfach mal noch ein paar mit, bis das Inventar voll ist.
Und jetzt kann ich, glaube ich, schon wieder nach Hause reisen. Aber Dodos will ich eigentlich auch noch haben. Sind auch mega süß. Das ist aber keine Zeit für. Gallis laufen hier auch rum auf der Wiese. Und dann bauen wir schon mal die Werkbänke so weit auf. Sind halt wirklich das Wichtigste hier. Gerade der Analysator und das Ding hier. Der Kultivierungsbehälter. Weil die waren, glaube ich, auch anstrengend herzustellen. Deswegen ist das ganz gut, dass wir die besorgt haben. Wir können auch halt direkt in den Analysator hier die Biofossilien packen. Warum nicht? Mal gucken, was dabei rumkommt. Und dann geht's jetzt als nächstes an den Bau von unserem ersten Gehege. Nämlich das für den Ankylosaurus. Dabei habe ich mich wieder ordentlich mit der Little Tiles Mod ausgetobt. Und ihr könnt das jetzt ja im Hintergrund sehen. Ich lasse jetzt mal die Musik ein bisschen für euch spielen. Und dann hören wir uns wieder, sobald das Ganze fertig ist.
So, jetzt habt ihr mal den Bau von unserem ersten Gehege gesehen. Das ist jetzt soweit fertig. Jetzt fehlen nur noch die Bewohner. Die dürfen wir gleich nämlich noch besorgen. Ich bin schon sehr zufrieden. Es ist echt cool, was für Details man hier alles einbauen kann mit den Mods. Vor allem fürs erste Gehege ist es doch gar nicht schlecht geworden, weil noch sind wir gar nicht so erfahren. Aber wir haben wirklich alles selber gebaut. Sogar die Bäume sind nicht viereckig. Aber ich begebe mich jetzt nochmal in den Dschungel und schaue mal nach Ankis. Ich meine, wir hatten Richtung Osten auch schon mal welche gesehen. War das nicht letztes Mal hier in dem Wald, dass wir da sogar gegen welche gekämpft hatten in der letzten Folge? Da sind wir, glaube ich, fast gestorben. Ich hoffe es. Also wir brauchen jetzt halt dringend Ankis. Beim letzten Mal hatte ich dann ein Schild? Ich weiß es nicht. War auf jeden Fall echt gefährlich. Also die haben es faustig hinter den Ohren. Ja, Paras, euch brauche ich nicht. Ihr wärt tatsächlich auch schöne Dinos gewesen. Das erste Gehege. Haben sich auch einige gewünscht. Stegos wären auch cool gewesen. Aber ich habe halt sehr oft Ankis gelesen und ich fand Ankis auch wirklich cool. Vor allem, weil die so nice aussehen hier in der Mod. Oh mein Gott, das sind Dilos. Ach du Schande. Ich hoffe, die können ja nicht vergiften. Ich muss hier weg. Dilos sehen wir jetzt auch zum ersten Mal. Mega cool. Krass, wie die aussehen. Die machen ganz schön fiese Geräusche. Ich glaube, irgendwie gehe ich hier noch drauf auf der Suche nach Ankis. Weil hier drohen... Okay. Hier lauern echt viele Gefahren, wollte ich sagen. Oh, Ankis, nice. Endlich. Nur ein Anki anscheinend, aber das ist gar nicht schlecht. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so krass gegen den. Aua. Oh, der haut sogar so mit der Keule zu. Ich sehe leider das Leben nicht. Weil aktuell die Mod nicht funktioniert. Aua. Ich habe gar keinen Überblick hier gerade. Auf jeden Fall in der Höhle drin. Boah, wie viel hält der aus, ey? Aber er kann uns so nicht attacken. Endlich. Oh mein Gott. Der war mega tanky. Zum Glück war der da festgebackt. Das war sehr angenehm. Und zum Glück war der alleine. Weil ich glaube, gegen zwei hätte ich es nicht aufnehmen können. So viel, wie der ausgehalten hat. Oh, ein Babypferd. Ach, wie niedlich. Wir haben übrigens gerade richtig Glück gehabt. Wir hatten insgesamt 5 Knochenelemente, haben da 4 Knochen rausbekommen und zum Glück auch eine DNA. Also ganz, ganz wichtig. Und wir haben aus den Biofossilien auch noch Compsognathus und Sarcosuchus bekommen. Sarcosuchus ist doch das Krokodil, ne? Ist auch ziemlich cool. Aber ich würde sagen, wir hauen jetzt mal die Anki-DNA hier rein. Das dauert natürlich jetzt eine Weile und ich hoffe, das funktioniert. Und dann können wir ihn hoffentlich freilassen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, da irgendwie 3-4 Stück reinzumachen, aber das werden wir diese Folge definitiv nicht mehr schaffen. Das müssen wir dann die nächsten Folgen machen. Aber wäre ja schon mal cool, wenn wir dann für unser Gehege da unten zumindest unseren ersten Dinosaurier freilassen. Da würde ich mich schon sehr drüber freuen. Und hier habe ich schon wieder mega Chaos gemacht. Aber ihr wisst ja, wie ich bin bei Minecraft. Ganz, ganz schlimm. Das kriegst du noch, mein lieber Allo. Auch wenn du genug hast. Aber lecker Ankylosaurus-Schnitzel. Lass dir schmecken. Hier könnt ihr übrigens sehen, wie stark der Anki ist. Das war ja ein niegelnagelneues Schild. Und der hat das über die Hälfte runtergeschlagen. Das heißt, wenn man so einen Anki besiegen möchte, braucht man wirklich ein komplett neues Schild. Ansonsten geht das kaputt im Kampf. Aber wenn ich jetzt mit dem Schild nochmal einen zweiten Anki bekämpfen würde, dann hätte ich ein großes Problem. Und die Rüstung müssen wir auch bald erneuern. Das können wir, glaube ich, sogar mit dem Amboss machen, ne? Wir haben ja welche aus dieser Höhle da geerntet oder aus diesem Dschungeltempel. Ich weiß gar nicht, wie das genau funktioniert. Ich denke mal einfach mit Eisenbarren, oder? Finden wir jetzt mal schnell heraus, während wir warten. Ach, guck mal. Das geht ja easy. Bisschen Erfahrungskosten, aber das macht ja nichts. Da haben wir ja genug Level. Das ist ja super. Können wir hier die Zeit nochmal nutzen. Eisenbarren wieder zurück. Und dann haben wir soweit wieder eine volle Rüstung. Das Ding hier sollte noch lange halten. Jetzt haben wir hoffentlich...
Ah, noch nicht ganz. Kurz davor, wir sehen es gleich sogar live. Yes, hat geklappt. Nice. Ankylosaurus-Ei. Oh, ist das cool. Ab zum Gehege. Sesam, öffne dich. Jetzt hoffe ich auch mal, dass der Anki hier nicht ausbüchsen kann. Weil das habe ich halt jetzt gar nicht getestet, ob der hier hochklettern kann und sowas. Oha. Okay, das ist natürlich doof. Ich hoffe, der macht das nicht. Weil man selber kann hier einfach hochlaufen, so wie ich das hier gebaut habe. Aber wir schauen mal. Zur Not müssen wir den erstmal anbinden und dann oben nochmal irgendwie unsichtbare Blöcke oder so vormachen. Weil das kann man nämlich auch mit der Mod machen. Das ist ganz entspannt. So, jetzt haben wir das Ei platziert. Ich weiß nicht, brauchst du Fackeln? Nö, Status ist gut. Ah, es fängt an zu wackeln. Nice. Gleich ist es soweit. Bei 90% fangen die immer an zu wackeln. Das heißt, jetzt müssen wir noch 10% warten und dann haben wir unseren ersten Anki. Oh, da ist er. Und wer sich freut. Der ist ja niedlich. Der büchst hier bestimmt gleich aus. Ich habe ein bisschen Angst. Oh, der ist so süß. Für den könnt ihr übrigens gerne Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Und ich habe gar nicht bedacht, dass die hier das Gras hier wegfressen. Das heißt, meine ganze Deko hier, die ich platziert habe, wird er mir sowieso aufessen. Da muss ich mir dann auch nochmal was überlegen, wie ich das mache. Aber vielleicht frisst er das auch nicht mehr, wenn ich den, ja, guck mal mit. Wenn ich das hier Ding hier vollgefüllt habe, vielleicht klappt das dann. Oh, ist der süß, der Kleine. Ankis waren, glaube ich, eine sehr gute Idee. Der ist wirklich mega putzig. Muss man jetzt eben so ein Zaunstück besorgen und auch Futter. Und dann können wir den anbinden und die Folge beenden, weil ansonsten habe ich Angst, dass der mir hier wirklich noch ausbüchst. Versuche mich auch zu beeilen. So, ich hoffe, der kleine Racker ist noch da. Oh ja, er hat sogar hier gleich vorm Tor gewartet. Nicht ausgebüxt. Du bist ein Braver. Der ist so süß. Oh mein Gott. Das ist echt toll. Ich hoffe, ich habe jetzt hier auch was Gutes zum Futtern für den. Das bringt leider nicht ganz so viel, aber ich denke mal, der Kleine wird auch noch nicht so krass Hunger haben. Wird schon passen. Melonen könnte ich gleich auch nochmal ausprobieren, dachte ich mir so. Ich mache jetzt aber erstmal hier so ein Soundstück hin und bind den dann da an. Dann sind wir auf der sicheren Seite und nächstes Mal müssen wir halt ein bisschen testen, ob das Gehege wirklich ausbruchssicher ist. Weil das wäre echt bitter, wenn wir dann noch wieder einen Dino verlieren. Da wäre ich echt traurig. Alter, wie kann man denn so viel Hunger haben? Okay, die Melone bringt sogar ein bisschen mehr, das ist gut. Dann ist der Anki jetzt ja erstmal versorgt. Und auch festgebunden, also da kann eigentlich nichts passieren. Ha, das ist echt schön. Also heute haben wir wieder viel erlebt, viel geschafft. Ich hoffe, diese Folge von Minecraft Jurassic World hat euch Spaß gemacht. Falls ja, lasst es mich mit einem Däumchen wissen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.